Ich freue mich, euch wieder ganz herzlich begrüßen zu dürfen bei einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier seht ihr S04 Hunter in seinem Los Leopard geht's. PTA Karte Tundra Standardgefecht. Teams ausgeglichen, würde ich sagen. Da gibt es keine großen Tendenzen. Und nun schauen wir doch mal, was er hier so anstellt. Leopard PTA natürlich mit Tier 9 Medium. Ein sehr schöner, wendiger, flinker Panzer. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Wir werden uns mal anschauen, was S04 Hunter dazu sagt. Auf jeden Fall, also die Geschwindigkeit mit um die 60 km/h, die ist schon mal sehr, sehr gut. Er stürmt als erstes mal hier auf den Hügel. Kann man definitiv machen. Beim Gegner-Setup sieht man, die haben nicht so viel Schnelles dabei. Da müsste auf jeden Fall, selbst wenn hier was käme, im Vorteil sein, aber nicht mal das passiert, sondern es kommt nicht mal was. Deswegen hat er den Hügel jetzt für sich allein. Das ist natürlich ein Vorteil, dass er sich hier diese Position gleich holen konnte. So, jetzt kommen seine Leute da auch, deswegen kann er sozusagen die Seite mal ganz kurz. Oh, und da ein ST. Schön sozusagen auf den Drehkranz zwischen Helm und Karosse geschossen. Oder Wanne in dem Fall. So, der ST, der interessiert sich noch nicht wirklich für ihn. Deswegen hat er ihm nochmal einen geben können. Hat schon direkt mal knapp 800 Schaden gemacht. Und jetzt nochmal wieder wohl einen. Ja, da kann er nochmal einen setzen. Jetzt mit Auto-Aim. Oh, jetzt schaut der ST mal langsam in seine Richtung, nachdem er schon drei gefangen hat und 1200 Schaden abbekommen hat. Aber jetzt muss er eigentlich nur noch einmal schießen und warten, bis er wegschaut, und dann hat er ihn. Oder er wartet, bis einer seiner. Ja. Ne, der E-65 hat ja den Type rausgenommen. Wir schauen uns das doch mal an. Jetzt hat der ST geschossen. Jetzt kriegt er ihn drauf. Ja, da ist er weg. Da unten gerade der VK gestorben. Aber da gibt es Schlimmeres. So, den Jagdpanther bekommt er, würde er reinbekommen. Oh, da bekommt er schon Hit. Aber der war aber schön, wie er da noch getroffen hat. Da hat er wirklich nicht viel gesehen. Das war schön und Luck in einem. So, der T29, der ist natürlich da unten. Ja, der ST, fucking Leopard, hat er einfach schlecht gespielt, der ST. Muss man einfach sagen, wie es ist. Dann kommt natürlich auch der Flame einfach aufgrund des eigenen Ärgernisses wahrscheinlich. So. Ja, da schreibt auch im Chat, das hat recht lang gedauert, dass er ihn geflamed hat. So, der T34 kriegt er da. Oh, der Su ist auch ungut. Pass auf, hinter dir! Aber die kriegt er nicht rein. So, an seiner Stelle genau würde ich mich mal auf diese Seite wieder fokussieren. Da sollte eigentlich sein Spaß haben. Oh ja, da Tiger. Schöner Schuss. Und man sieht, wie schnell die Granate da fliegt. Also muss man nicht lange vorhalten oder sonstiges. Schöner Kill. Wir müssen hier raus! Chiri schaut da bedächtig. Der T32, der ihm vorhin Schaden gemacht hat, steht mittlerweile im Cap. Ist auch noch voll, also der hat noch ordentlich was. Und man sieht, 9 Sekunden Reload für eine wirklich vernünftige Kanone, da darf man nichts sagen. Jetzt kriegt er da wohl keinen mehr auf den T32, der ist jetzt auch tot. Deswegen stellt er sich auch gleich um. So, jetzt Chiri, schnell mit Auto-Aim. Kann man auch natürlich besser machen mit einer Kanone, die eine so schnelle Fluggeschwindigkeit der Granate hat. So, leider da jetzt nichts möglich. Da kriegt er. Oh, Wahnsinn. Da sieht man einfach doch, die Kanone, die kann definitiv was. Also die ist wirklich sehr genau.
So, der T34 da jetzt offen oder auf den Chiri nochmal. Beides Möglichkeiten. Chiri scheint ihm nicht den Gefallen zu machen, da sich zu offenbaren. T34, da ist da, den kriegt er gut rein. Schneller Hit. T34 zieht sich jetzt auch wieder zurück. Schaut auf ihn, aber hat das richtige Näschen gehabt, dass er da in dem Augenblick zurückgefahren ist. So, mittlerweile steht es 11 zu 8 für sein Team. 4000 angezeigter Schaden. Und jetzt wird er wahrscheinlich sich mal hier dem E75 widmen, könnt ihr mir vorstellen. Pass auf, hinter dir! Na, ist natürlich, also so eine E75-Klatsche. Oh, jetzt hat er geschossen, jetzt könnte er auf jeden Fall mal einen verteilen. Ah, da hat er die Positionierung ein bisschen unterschätzt vom E75, dass er da so wenig sieht von der Wanne. Sondern nur jetzt, genau, schön seitlich den Helm genommen. Ideal, genau so. Hätte man natürlich vorher auch noch auf die Kommandantenluke versuchen können, aber ist natürlich schon so auch. Oh, jetzt hat der E75 nochmal geschossen. Genau, jetzt auf die Kommandantenluke. Su hat jetzt getroffen, allerdings Gott sei Dank mit überschaubaren Auswirkungen. Der Leopard hat so gut wie gar keine Panzerung. Au, prallt er ab an der Su. Ärgerlich. Und deswegen muss man natürlich da auch ein bisschen sinnig spielen, weil, wie gesagt, man darf hier nicht viele Abpraller erwarten. Sturer Emil. Mit Auto-Aim. Sollte er eigentlich. Man sieht die. Ja, schön. Auch wenn es nur 21 Schaden waren. Aber es war der Kill. Und jetzt schauen wir mal, ob er den T34 auch noch bekommt. Auto-Aim, erster Hit trifft. Da wird er umfahren, der T34. Da kann er jetzt nichts mehr machen. Müsste eigentlich sein Kill sein. 4 Kills, 5500 Schaden. Und das in gerade mal 7 Minuten 14 Sekunden. So lange hat das Gefecht gedauert. Ich denke, man kann sagen, der Leopard PTA ist für den richtigen Spieler auf jeden Fall ein toller Panzer. Mir gefällt er sehr gut und ich hole ihn mir wahrscheinlich auch irgendwann. Dementsprechend hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.